Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es mal wieder die Stürmis Überraschungskiste. Schon sehr lange her, seit ich das wieder gebracht hatte. Das war 2018. Im Juni 2018 sehe ich hier. Und zwar in dieser Kiste habe ich verschiedene Booster oder Stickertütchen drin und ich werde das dann hier so natürlich nicht gucken, reingreifen und einen rausziehen und öffnen. Ja, ich bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Nochmal. Und dann würde ich sagen, jetzt kommt erstmal das Intro und bis gleich. Das habe ich, glaube ich, 2018 irgendwie auf meinem Kanal mal gebracht oder sogar 2017, ich weiß nicht mehr. Seitdem war es leider nicht mehr gekommen, ich weiß auch nicht, hat auch keiner danach gefragt. Deshalb bringe ich es jetzt einfach mal so jetzt. Vielleicht kommt es ja wieder gut an. Und da würde ich sagen, ich greife jetzt zum ersten Mal rein, ich gucke auch nicht hin. So, oh, wir haben hier, ach Gott, Lego Nexo Knights von Serie 2, genau. Da seht ihr, Serie 2, Lego Nexo Knights. Ah ja, der ist schon lange hier drin. So, wir haben hier ein Puzzleteil. Andere Seite sieht dann so aus. Wir hätten hier noch ein Puzzleteil. Dann haben wir hier umdrehen. Wir haben hier Mega Brockner. Dann haben wir hier Steiner. Und wir haben hier alter Steingeul. Ja. Das war der Lego Nexo Knights Booster. Und wir ziehen den nächsten. Ich gucke auch nicht hin. Wir haben hier von 2017 FIFA 365 Booster. Einer von den Anfangszeiten hier. Jetzt muss ich gucken, wie ich ihn aufbekomme. Boah, der geht schwer auf hier, finde ich. Ach, machen es jetzt anders da. Dann nehmen wir das gute Messer. Zack, zack. Ich finde eine der besten FIFA 365 Serien mit 2016. Die zeige ich euch am Schluss. Leck mich am Arsch. Lukaku. Als nächstes hätten wir hier Jodlovich, irgendwie so. Dann haben wir hier Rafael Varane von Real Madrid. Dann haben wir hier Fernando. Dann haben wir hier Brown Idee. Und jetzt kommt sie. Lionel Messi Icon! Lecco Bio! Alter! Die muss ich hier drin. Die muss man sehen. So, zack. Ah, die Matte ist wieder dreckig hier. Meine Fresse. So, nächster Booster. Oh! Eine der neuen Serien, sehe ich gerade. Harry Potter. Yeah. Harry Potter. Sticker und Karten sind hier drin. Also eine Karte und ich glaube vier Stickers oder so. Schauen wir mal.
So. So. Ja, meine Hände sehen immer schlimmer aus. Aber egal jetzt. Zack. Zack. Hier haben wir die Zwillinge. Die rothaarigen Zwillinge. Alter, wie sieht denn hier Ron aus? Ron Weasley. Sieht aus wie eine Tussi, Alter. Ha, ha. Witzig. Okay, das war der das Tütchen mit dem Harry Potter. Und der nächste. Oh, wir haben hier Champions League. So. Champions League und ja, hier muss man mal aufpassen wegen dem großen Sticker. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig jetzt. Wir haben hier Thüram von Gladbach. Dann haben wir die kleinen Sticker und zwar Jesús Navas. Und da ist noch einer dahinter. Dann Navas. Dann haben wir hier Leroy Sané. Wir haben hier Alexic. Ups. Schön hier auf dem Stapel bleiben. Wir haben hier Palomino. Dann haben wir hier Lindelöf von Manchester United. Wir haben hier Otamendi von Manchester City. Dann haben wir hier Oliver Giroud. Dann haben wir hier Player von Gladbach. Und wir haben hier Alex Oxlade-Chamberlain von Liverpool. Und dann geht's weiter. Komm, komm. Oh, wir haben hier einen Premium Booster. In der FIFA 365 2019. Da seht ihr es. Oh ja. Die habe ich, glaube ich, immer noch nicht komplett. Aber da habe ich noch ein bisschen was zu öffnen. Also, wenn ihr irgendwie was sehen wollt. Oh. Kriege ich jetzt schon wieder nicht auf. Oh Mann. Vorsichtig mit dem Messer machen hier. So, zack. So. Wir haben Klappen Country, Perisic und Brozovic von Inter Mailand. Ja. Dann haben wir die Premium limitierte Karte. Koke von Atletico Madrid. Yeah. Dann haben wir hier von BVB Kagawa. Wo ist der eigentlich hingegangen? Ist er nicht mal in Dortmund, oder? Wüsste ich nicht, dass der noch in Dortmund wäre. So, dann haben wir hier Samuel Gigot. Gut. Dann muss ich einmal drehen hier. Jetzt kommen die ganzen Base. Ich hätte es am besten andersrum gedreht. Na egal. Hier haben wir von Gremio Everton. Dann haben wir hier Neymar von Paris. Dann haben wir Lucas Vazquez von Real Madrid. Dann der nächste Real Madrid-Spieler, Luka Modric. Dann haben wir hier Ömer Toprak von Dortmund. Und Leo Moura von Gremio. Ja, das war der Premium Booster. Und dann geht's weiter. Na. Oha, wir haben hier UEFA Euro 2016 aus Frankreich.
Also die Euro war in Frankreich. So, mal schauen. 2016, das ist ja 4 Jahre her. Tschuh. So, wir hätten hier... Eieiei. Von Ungarn, glaube ich. Richard Gutzmix. Dann haben wir hier Kapuska aus Polen. Dann haben wir hier Jonathan Williams von Wales. Dann haben wir hier einen Doppelsieger, und zwar Paul Papp und Cyprian Teterusanu. Leck. Jawohl. Und dann haben wir noch Courtois von Belgien. Jawohl. Weiter geht's. Ich zeige euch nicht alles hier. Oh, wir haben hier UEFA Women's 2017. 2017 ist auch schon 3 Jahre her. Ich glaube, das war ja da, wo Ben die getroffen hat. Die zwei Mädels hier von den Deutschen. So, wir hätten hier Sarah Puntigam von Österreich. Dann haben wir hier von Spanien Vicky Lozada. Wir haben hier Fisker Strand von Norwegen. Fisker Strand, ja moin, was ein Name. Dann haben wir hier aus der Schweiz Reuteler. Und ihr seht die Sticker nicht mehr, oder? So, jetzt. Dann haben wir hier von Island Hönudottir. Tschu. Und dann geht's weiter. Ah, schon wieder so. 2018. Serie. Ja, moin. Wir haben hier Roman Torres von, ist das Panama oder, oh, ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir von Deutschland Rudi. Dann haben wir Sherdan Shaqiri für die Schweizer. Dann haben wir noch einen Deutscher, Joshua Kimmich. Dann haben wir einen Däne, und zwar Peter Ankersen. So, und dann schauen wir mal. Oh, da haben wir eine der ersten Magitex-Serien. Einer der, sage ich nicht. Das ist, glaube ich, die zweite Magitex-Serie. 2010 und 11. Ich glaube, 2009 und 10 ist, glaube ich, die erste. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier Starspieler Neven Subotic von Dortmund. Dann haben wir hier von Kaiserslautern Amedik. Dann haben wir hier Konstantin Rausch von Hannover 96. Dann haben wir Florian Heller von Mainz. Na. Und der letzte ist hier vom HSV Mladen Petric. Und einer geht noch. Oha,
Oha, das ist noch älter. Die sind von 2001. 2001, ich hoffe, dass die nicht zusammenkleben in Sau. Eine D-Mark. Die haben eine D-Mark gekostet. Ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich den hier aufbekomme. Ich muss den mal kurz anschneiden hier. So, zack. Uiuiuiui. Immer noch nicht offen. Da kriege ich ganz schwitzige Hände hier, wenn ich sowas alles auspacke hier. Ah, irgendwie bekommt man die nicht gut auf hier, finde ich. Hä? Ziemlich verkackeiern. So, hier ist er schon mal auf. Oh. So, oh. Jetzt fällt er mir noch runter vor lauter Angst. So. Ah, die sind so alt. Oha. Das, da kleben selbst die Dinger hier dran. Nein. Oh, leck. Okay. Ihr werdet es gleich sehen. So, das war mal ein Sticker, und zwar Joanne Elba. Der hat schon an der Tüte gehangen. Alter Falter. So. Ja. Dann haben wir hier ein Stück vom Mannschaftsporträt. Dann haben wir hier nochmal Joanne Elba. Alter, die sind schon so alt. Ihr seht das als Beweis, 2000, 2001. Ja. So, wer kennt den hier noch? Chiraco, irgendwie so Sforza auf jeden Fall. Sforza! Der war mal bei Kaiserslautern und so. Ja. Und hier haben wir dann, glaube ich, Paulo Sergio. Oder wer ist das nochmal? Oh, jetzt muss ich selbst überlegen. Also ich meine, das wäre Paulo Sergio. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich meine schon. Ja, das war dann das Ende. Also dieses Sticker hier, das ist schon echt eine wahre Pracht. Also leider hat er, hier seht ihr es noch, da hat der Aufkleber gehangen. Echt schade. Ja, also ich habe ein ganzes Display davon, falls ihr das noch sehen wollt. Ja, da würde ich sagen, lasst natürlich hier ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst auf meinem Kanal. Und lasst ein Like für dieses Video hier, falls ihr noch mehr davon sehen wollt natürlich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.